Warum bist du hier? Das hat mich noch keiner direkt gefragt, aber immer wieder spüre ich die unausgesprochene Frage. War nur dein Stipendium ein Grund oder dein deutscher Freund damals vor 25 Jahren? Nein, nicht wirklich. Ich kam als Flüchtling auf der Suche nach Freiheit, meiner persönlichen Freiheit als Mensch, als Frau, um endlich ein Leben zu leben, so wie ich will. Ohne jemanden die Rechenschaft zu schulden, ohne die orthodoxe Kirche und die Gesellschaft, die sich als legitim erklärt, sich im Privatleben anderer Menschen einzumischen. Ich wollte nicht heiraten, um endlich Sex haben zu können. Ich wollte nicht heilig-jungfräulich auf die Hochzeitsnacht warten. Ich war auch ein Wirtschaftsflüchtling. Als ich Georgien verließ, damals, Mitte der 90er, brannte nur im Flughafen das Licht. Das ganze Land lag im Dunkeln, ohne Strom, ohne Heizung, ohne einen Schimmer Hoffnung für viele junge Leute, ohne Connections. Ich war auch ein Kriegsflüchtling. Kurz nach dem Bürgerkrieg hier hingekommen, in Tbilisi lebten wir auf den Trümmern der halb zerstörten Stadt, in einer düsteren Zeit voller Korruption und mafiösen Strukturen. Manchmal wurden die Leute nur für ein paar Markenschuhe überfallen und wegen neuer Autoreifen ermordet. Soweit ich mich erinnere, fing meine Liebe zur Fotografie unter anderem mit Life-Magazin an und Elle und Vogue, die mein Vater Omar einmal im Monat aus Moskau mitbrachte. Er war Literaturprofessor an der Staatlichen Universität Tbilisi und hielt manchmal auch die Vorträge in der Moskauer Lomonossow-Universität. Es müsste in den 80er gewesen sein, vielleicht noch vor Tschernobyl. Wenn der Papa aus Moskau zurückkam, war immer ein Großereignis in der Familie. Ich habe mich besonders auf die Magazine gefreut. Schließlich durften wir sie nur über eine Nacht behalten, denn sie waren offiziell für die Universitätsbibliothek gedacht. Der KGB hat von diesen Nächten nichts erfahren. Danach kam Fellini, dann Pasolini, dann die Franzosen, Godard, Truffaut auf unseren wackeligen Schwarz-Weiß-Bildschirmen, meistens von der sowjetischen Zensur stark beschnitten. Machte ja nichts, die Bilder wirkten trotzdem. Eigentlich wollte ich Regie studieren. Ich habe mich aber nicht getraut. So fing ich an, Literaturwissenschaften, Geschichte und Philosophie zu studieren, später Fotografie hier. Anfang 2000er waren für mich besonders fruchtbar. In dieser Zeit habe ich eigentlich im Fotolabor gelebt und in der Bibliothek. Social Media spielte noch gar keine Rolle. Analoge Techniken waren ganz meins, besonders die alternativen Techniken, wie zum Beispiel Liquid Light, die flüssige Fotoemulsion. Gerade in der Anfangszeit der Digitalisierung und den meist verpixelten, unscharfen Bildern war für mich die analoge Fotografie eine Art Romantisierung der Vergangenheit, Festhalten der Aura, die sich langsam ganz aufzulösen schien. Walter Benjamin und sein Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit hatte es mir besonders angetan. Dadurch wurde auch meine Diplomarbeit Die Braut beeinflusst. Die Braut, eine Frau im Übergangsprozess von einer Lebensphase in die andere. Erstmal war meine Braut nur georgisch. So mussten sich etliche meiner Freundinnen, Nachbarinnen und Verwandte meistens in den Kleidern ihrer Mütter von mir ablichten lassen. Sie waren sehr jung, Anfang 20, in Georgien ein passables Heiratsalter, also eine schöne Vorübung. In der Tat haben alle kurz danach wirklich geheiratet. Aber wie viele sind jetzt noch glücklich? Die Scheidungsrate in Georgien ist noch relativ niedrig. Das gehört sich halt nicht. Und was sagen die Nachbarn und der Gott? Und überhaupt, persönliches Glück ist nicht so wichtig, wenn die Familie glücklich ist. Hör auf, solch eine Egoistin zu sein. Mit der Zeit wurde meine Braut abstrakter und universeller, inspiriert durch die Übergangsreden, den Klassiker der Ethnologie des französischen Anthropologen Arnold van Gennep, habe ich mich von der Idee einer konkreten Braut losgelöst
und mich an das kollektive Brautbild gewandt. So konnte jetzt meine Braut von überall her sein, keine konkrete Person, die einer bestimmten Gesellschaftsgruppe oder Religion angehört, sondern eine Urform, ein Archetyp, mit dem sich die Frauen der unterschiedlichsten Kulturen der Welt identifizieren können. Dazu ist anzumerken, dass sich die Hochzeitsriten durch unterschiedliche Merkmale, wie zum Beispiel Schleier als Leichentuch, die Blumen, besonders die Rosen, den Bestattungsriten ähneln. Der Tod und die Hochzeit sind tief miteinander verknüpft. In der Tat, ist die Ehe nicht gewissermaßen dem Tod ähnlich? Ist das nicht der Schritt, wo die Freiheit ganz aufhört? Zumindest für einige Frauen auf der Welt bedeutet die Ehe das Ende einer Metamorphose, wonach kein glücklicher Schmetterling entsteht, sondern womöglich eine moderne Sklavin der Familie. Kinder kriegen, kochen, putzen, arbeiten gehen, für alles Mögliche zuständig sein, ohne dafür gewürdigt zu werden. Die Blumen am Muttertag alleine reichen nicht. Ich habe wenig über meine Kinder gesprochen. Ich bin recht jung zweifache Mutter geworden, mitten im Studium. Es wurde hier nicht unbedingt positiv aufgenommen, weder in den Hochschulen noch in den Fachkreisen. Die Kinder hatten einfach keinen Platz, vor allem, wenn man nicht mal verheiratet ist. Und dann auch noch die Kinder von zwei verschiedenen Vätern und alleinerziehend dazu. Alleinerziehend, fast ein Schimpfwort, das hier nicht in die bessere Gesellschaft gehört. Natürlich hat sich niemand direkt gegenüber mir so geäußert, aber ich bekam es oft zu spüren. Nach dem Studium habe ich nicht mehr so viel Zeit für meine freie künstlerische Arbeiten gehabt. Ich musste Geld verdienen und meine Aufenthaltserlaubnis verlängern. Dafür wurden nur feste Jobs, wohlgemerkt mit unbefristetem Vertrag, akzeptiert. Grazie mille, Walter Kalitz. Ich bin sowohl ein Mann als auch eine Frau. So sagt man in Georgien, wenn man sich alleine um die Familie kümmert. Grazie mille, Walter Kalitz. Schließlich war es ja auch meine Entscheidung. Nachdem sind viele Jahre vergangen. Inzwischen lebe ich über die Hälfte meiner Lebenszeit hier in Deutschland. Mit den Artikeln habe ich immer noch meine Schwierigkeiten, aber vieles andere passt. Ich liebe meine Freunde hier, aber nicht unbedingt die Strukturen, die mir jetzt mehr ermöglichen, da ich ja endlich eine rechtmäßige Bürgerin geworden bin. Obwohl mein Name auszusprechen noch viele Leute abschreckt. Meine Jungs sind schon erwachsen. Ich kann jetzt endlich wieder loslegen. Eine Geschichte über meinen Wurzeln, über meine zwei Heimaten. Eine Geschichte mit Text, Bild, Audio und Video. Über Suchen und Finden, Scheitern und wieder aufstehen.